Herzlich willkommen im Kanal von den Fulltime Nerds. Der Momsi spielt weiter in einem neuen Let's Play. Wir spielen Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier und sitzen im Humvee und schauen uns die erste Mission an. Nicht mehr ganz blind die erste, denn ich habe sie schon mal vorgespielt, um das Spiel anzugucken. Und hat mir schon mal Spaß gemacht. Die süße Maus baumelt vorne im Humvee und wir lassen uns durch die Gegend kutschieren. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Es kann passieren, dass der Sound ein bisschen crackt. Das habe ich leider festgestellt beim Aufnehmen mit Fraps. Daher gleich schon mal die Vorwarnung. Und ich habe den Game Sound sowieso ein bisschen runtergedreht. Und ja. Gucken wir mal, was da alles so passiert. So, unseren Fahrer erwischt es als erstes und uns schleudert es, glaube ich, gleich aus dem Gerät raus. Und wir sind mitten in der Action. Legt ab. Wir schalten sie zusammen aus. So. Unser erster Schuss als Scharfschütze. Ziele markiert. 5, 4, 3, 2, 1. Und Batsch. So, ein kleines Wort schon mal vorab zur Grafik. Very good. Sieht sehr gut aus. Gut gelungen. Sieht ein bisschen comic-mäßig aus, also ein bisschen grelle Farben, aber naja, ist okay. Die Action ist nicht schlecht, Sound ist gut. Das Einzige, was mir halt auffällt, ist das mit dem Sound. Das ist ein bisschen nervig beim Aufnehmen. Wir müssen hier eigentlich nur kurz eine Stellung sichern. Und das haben wir auch gleich geschafft. So, das war's. So. Lang mache ich hier nicht rum. Ich schaue auch in diesem Let's Play nicht viel um irgendwelche Sachen zu finden, sondern einfach ums durchzuspielen. Wir formieren. Passt auf, ich will keine Überraschungen. So, das erinnert mich ein bisschen beim dritten Mal angucken an eine Mischung zwischen True Lies und George Clooney Peacemaker. Ja, aber wenn so ein Murph Six in die Luft geht, dann möchte sie nicht nebendran stehen. Dann möchte sie lieber nicht nebendran stehen, wenn so ein Sahnepüppchen hochgeht. Denn ich glaube, so einfach wird es uns dann nicht ergehen, wenn wir da echt stehen werden. So, this is like hell. This is gonna hurt. So, und das war's auch schon, denn wir haben hier im Prinzip nur eine kleine Intro-Mission gespielt. Und da kriegen wir die Erklärung. Und da was Tom Clancy Ghost versteht. So, da wir es jetzt hier nochmal lesen können, Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ja, den Ladebildschirm haben wir übersprungen und sind direkt in der Cutscene, wo unsere erste Mission erläutert wird. So. Major, Gentlemen, packen wir ein? Wenn wir fertig sind. Wir wurden noch niemals so hart getroffen. Nehmen Sie sich eine Minute. Wenn Sie das wollen, dann beten Sie ruhig. Wir sind bereit, Sir. Dann los. Holen Sie sich diese Hurensöhne. Details auf Ihren MRTs. Ja, das nächste, was jetzt gleich kommt, finde ich gar nicht so
uncool. Dann schaut es euch gleich mal selber an. Der Junge hat ein iPad dabei und das ist eine ziemlich coole Sache und ich denke, das wird uns das ganze Spiel ein bisschen mit begleiten. Wir haben hier ja, Auswahlmöglichkeiten. Die Bombe, die unsere Männer tötete, war für die Südgrenze bestimmt. Sie haben einen hohen Preis bezahlt, um sie aufzuhalten. Und bekommen jetzt erstmal ein Briefing. Aber wir alle müssen Opfer für unser Land bringen. Diesen Preis haben Alan, McGann, Haynes und Biancard für uns bezahlt. Ihr Opfer war nicht umsonst. Stellen wir sicher, dass wir es nicht erneut bringen müssen. Die Bombe ging durch viele Hände, bevor sie hier landete. Einer der Männer in dieser Kette, Gabriel Paez, will rein. Paez ist ein mittelschwerer Drogenschmuggler und ein Neuling, was Waffen angeht. Klingt, als hätte er mehr geschultert, als er tragen kann. Er behauptet, er wusste nichts. Bla, bla, bla. Mir egal. Paez ist ein loser Faden, an dem wir ziehen sollten. So. Wir bekommen die Information, wo wir hingehen. Und kriegen hier den Missionsnamen angezeigt und die Sachen, die wir machen müssen. Und haben jetzt noch die Möglichkeit, Informationen über die Bewaffnung zu bekommen. Werfen Sie ihn an die Stelle, wo Sie die Mistkerle vermuten, und er zeigt Ihnen deren Position. Wände und Mauern stören dabei nicht. Okay, das möchte ich nämlich gerade noch schnell angucken. Beim ersten Mal Versuch spielen habe ich es mit den Sensoren nicht ganz geblickt. Aber die muss man mit F definitiv absetzen, denn ich habe meistens dann schon einen Schuss ausgelöst. Am Anfang haben wir noch nicht so viele Waffen zur Auswahl, das kann ich gleich vorweg, da braucht man gar nicht viel durchklicken. Also man hat hier eine Primäre und die Sekundäre ist nur eine zur Verfügung, etc. etc. Also brauchen wir gar nicht weitermachen und wir starten direkt die Mission. Ja, natürlich sind jetzt nicht geklickt, Mann. Ja, und nach einem weiteren Ladeschirm geht's mit der eigentlichen Mission weiter. Und da werden wir auch schon reingesogen. So, der ist erstmal ausgeschaltet, der Kamerade hier. Wir sind am Treffpunkt, aber kein Zeichen vom Paket. Verstanden. Wie ist die Lage? Chaotisch. Das Haus ist durchwühlt. Paez geflohen. Alles klar. Wir verfolgen sein Handy, um ihn zu finden. Und was machen wir so lange? Augen aufhalten und uns auf die Jagd vorbereiten. Hunter, Overlord. Wir haben Paez in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Hallo. Sind Sie da? Das ist der Paez. Mein Team ist am Treffpunkt, bereit, Sie abzuholen. Wo sind die Kameraden? Sie haben es nicht. Ihn auf der Flucht. Los, weiter. Am Arm, schnell! So, dann starten wir mal hier rein in die Action. Bleib außer Sicht. So, dann so, da werden die Ziele markiert, das ist gar nicht so schlecht. Und man kann, das kann ich nachher auch noch gleich was erläutern dazu. Hallo, ich triff hier genau ins Schwarze. So. Also, dann gehen wir mal weiter. Ja, Future Soldier ist eines der Spiele nach etwas längerer Abstinenz von Tom Clancy Spielen, glaube ich. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Klar, die Splinter Cell Reihe habe ich natürlich alle gespielt. So. Ein bisschen konzentrieren beim Daddeln. Wenn man so spielt, hat man eigentlich so ein Dice Pies.
Da ist er. So, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht gleich am Anfang der ein bisschen aufpassen, die sind ein bisschen schneller in ihren Positionen. Beim letzten Mal war ich schon, muss ich leider machen, ein bisschen näher dran. So, also der Blur-Effekt, den muss ich runterstellen. Das sieht, also ja, werdet ihr das wahrscheinlich auch am Bildschirm sehen, ist, also der Blur-Effekt ist mehr annoying, weil die Decken gehen. Also, da wird doch mir schon rot. Ein bisschen mehr auf die schießenden Freunde achten. Ein bisschen Munition mitnehmen. Achso, wir müssen jetzt erstmal hier. Stimmt, ich muss ja erst diese. So. Ihr merkt, ich konzentriere mich ein kleines bisschen. Dass ich gut, ich meine hier, da kommt schon eine Katze. Hier am Anfang ist es noch nicht ganz so schwer. Wir kommen gleich zum etwas schwierigeren Part. Aber da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Ich hoffe mal, es wird hier nicht so viele Cutscenes wie in Max Payne. Oh, da habe ich nicht gesehen, dass ich schon etwas schwer habe. Dass es nicht so viele Cutscenes wie in Max Payne geben wird. Denn Max Payne 3 war schon mehr Video als Game. Ups. So, da müssen wir als in solche Spots reinlaufen, in solche Action-Spots, sage ich jetzt mal, wo wir dann eine Cutscene auslösen oder halt dementsprechend eine Action, dass das Game weiterläuft. Scheint ihm nicht zu behagen. Wenn er überlebt, werde ich ihn an sein Glück erinnern. Ach. Ich hasse es. Mumsi schmeißt mit Sensoren um sich, weil er die falschen Tasten drückt. Nun ja. Soll uns mal nicht irritieren. So. Hoffentlich kriege ich, wenn ich hier dran laufe, ein paar Sensoren. Ne? Ja, nicht schlecht. So, wir gehen hier in unseren Actionpunkt. Wenn wir hier hinlaufen. Da habe ich das letzte Mal auch verkackt, ja. Lauf da an die Tür. Und dann ging da nichts, weil ich hier irgendwo in so einen Actionpunkt rein muss. Achso, man muss, glaube ich, einen Sensor hier außen schon werfen. Ja, genau. Das war's. So, und jetzt haben wir so eine Max Payne 3 Situation. Klaff und... Ja. Einfach mal Slow-Mo, aber auch keine Munition verbraucht. Cool, müssen wir öfters mal machen. So, ab in den Action-Spot.
Ja. Da lädt unser Game. Da verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso. So, weiter geht's. So, jetzt müssen wir da die Straße, glaube ich, hoch. Und da wird es dann ein bisschen heiß. So. Deckung können wir auch zerschießen, das ist ganz schnuckelig. So, wir können hier in Deckung rushen, wobei ich das noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Wie es ganz genau funktionieren soll. So. Und auf den Berg. Hinter die Deckung. Hallo? Ich mach grad gar nichts. Das war das Game. So, wir müssen auf der Umschalttaste draufbleiben, damit das funktioniert. Hinüber. Warum? So. Und hier oben hat es mich, glaube ich, das erste Mal erwischt. Beim ersten Mal. Denn da oben stand irgendwo, glaube ich, ein Raketenwerfer oder was. Nee, das war nicht hier. Das ist erst später. Immer darauf achten, dass die Max nicht leer gehen. Denn das ist ziemlich doof. Ja, Sperrfeuer. So, da unten war nichts. Boah. Ja, mein Kumpel, hier müsste auch mal was treffen, wa? Geschafft. Okay. Bewegung. Treppe hoch. So. Ab da nach unten. So, und jetzt kommen wir dann Richtung etwas schwierigerem Teil. Denn da oben ist, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, einer mit einer RPG. Und da muss man ein bisschen... Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Er zieht uns sonst gern. Ich sehe nichts vor lauter Rauch. Beim Rausdecken, genau in der Sekunde, wo ich mich jetzt rausgedeckt habe, hat es mich erwischt. Der bleibt mal drin, denn wir starten direkt, wo wir die Mauer, glaube ich, runtergehen. Ja, ganz genau. Ja, ja. Ach, der ist auch links. Der ist links an der Seite. So, erstmal warten, bis der ausgeschossen hat. Muss er nochmal schießen. Hab ihn gedeckt. So. Jetzt weiß ich.
weiß ich nicht, was da oben. Das ist nur ein MG-Schütze. Nein, das war auch einer mit der RPG. So, das war's. Hua! Und weiter geht's. So, wir müssen auf unseren Kollegen warten. Und Huckepack gehen wir über die Mauer und legen uns auf die Lauer. So. Weiter geht das. Wir hören Sie. Treten Sie nicht. Ich bin da. Wie lange brauchen Sie? 2 oder 3 Minuten, ist das sicher? Wir wollen Sie nicht vorwarnen. Ja, genau. Und in dem Moment, wo wir Schalldämpfer brauchen, da liegen da auch gleich welche. Na komm. So. Wir können uns jetzt hier eine neue Waffe auswählen. Und dann geht das ein paar Sekunden. Und dann geht das da weiter. Hat er das jetzt nicht gemacht? Ihre Leute haben mir Schub gerannt. Sir, wir holen Sie da raus, wenn Sie tun, was wir Ihnen sagen. Fahrt schnell! Hey, der hat nicht die... Weiß! Weiß! Los, Ghost, wir müssen weiter. Und jetzt? Junge, nimm die Waffe. Ja, jetzt. Eine Minute später hat unser Protagonist sich dann auch für die Waffe entschieden. So, ich muss nach vorne rechts. Zwei Gegner mit Sturmgewehr. Neben dem Schrott. Raus. Ich sehe noch drei Gegner. Drüben bei dem Container. Bin gleich da. Da ist noch einer. Im Turm. So. Und wir müssen uns jetzt hier ruhig verhalten. Auf 12. Und da haben wir eine Schleicheinlage. Das ist gar nicht so schlecht. So, gleich mal nachladen. Lied in Bewegung. Vorsicht, gleich entdecken sie dich. Wenn die Liebe das merkt, bringen sie die PS um. Also bleibt unsichtlich. So, sind wir hier durch. Sieht fast so aus, ha? Jawohl. Das sieht doch sauber aus. Und der VIP. Aufstellen. Wir gehen rein. Check die Ziele. So, auf geht's. Schieß! Nawohl. Wir haben das Paket. Verstanden, Hunter. Twisting ist beschädigt. Er fliegt, aber wir können den Vogel nicht erneut riskieren. Die neue LBZ ist zu heiß. Zeit für den Notfallplan. Es geht wieder bergab. Los, los! Kann gut selbst laufen.
Hier bleiben. So, jetzt müssen wir den auch noch zum Hubi bringen. Wir wollen kein Risiko eingehen, Sir. Aufstellung um den VIP. Diamantformation. Okay, vorwärts. So. Was ist das denn jetzt? Mac, wo glaube ich nicht leer geht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist natürlich auch schnuckelig. Mein Spiel ruckelt hier wie Sau. Naja, ich muss das Blurring auch runterstellen. Das sieht sehr hässlich aus, muss ich sagen. Meine Kollegen scheinen auch mal zu schießen und auch zu treffen. Das ist gut. Oh, habe ich den getroffen? Nein. Boah, die laufen. Hier, zickzack. Bitte nicht sterben. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass die KI hier... Wir laufen hier echt zickzack. Nachladen. Das ist blöd, ich kann das Nachladen hier gar nicht beeinflussen. Fuck. Was? Boah, shit, jetzt kommen die auch noch mit dem Riesen-MG. So, das hätten wir geschafft hier. So. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier bei dem ersten Let's Play doch mal konkret schon mal einen Cut und wir sehen uns im nächsten, wo ich mal gespannt bin, wo es uns dahin zieht. Und danke fürs Zuschauen, sagt der Momsi von den Fulltime Nerds. Bis zum nächsten Let's Play.